Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers auf Pagonia. Ja, die letzte Folge kann ich nur noch mal nachhinein noch mal entschuldigen. Da sind Dinge passiert, die lagen jetzt nicht in meinem Ermessen. Die waren, ich habe das, was ich machen konnte, habe ich getan. Ich weiß nicht, warum wir diese Baustellenträger der Hölle hatten. Und mir ist aufgefallen, ich habe hier diese Querverbindung vergessen, hier nochmal zu machen, hier irgendwann. Ne? Das ist auch unverzeihlich. So, was? Gegnerisches Lager, hast du gehört? Achso, das sind die, ja, genau. Ja, irgendwie, jetzt machen wir nicht fertig. Und die Banditenlager sind mittlerweile auch schon Geschichte, ne? Bis auf das eine, das ja ganz locker zerstört wurde. Ist das andere noch existent? So. Ja, ne, also wie gesagt, das war eine ganz, ganz wirre Geschichte. Der Steinbruch ist aber immer noch eifrig dabei mit Produktion. Ich habe hier immer noch meine Leute rum existieren und hier tut sich irgendwie... Was? Ist auf einmal doch? Mir fehlen die Worte. Ich meine, ich bin ja froh, dass es geklappt hat, aber... What the fuck, was ist denn da passiert? Warum hat das erst nicht funktioniert? Naja, egal, wir haben jetzt hier die Jagdhütte. Es ist nicht verkehrt, wenn die sich hier mal so ein bisschen um die Wildschweine kümmern. Wir brauchen sowieso immer mal ein bisschen Fleisch und Leder. Da können die sich mal ruhig austoben. Da steckst du nicht drin, echt, ey. Sind die Leutchen schon unterwegs? Ah, da kommen sie an. Ah, das ist schon mal cool. So. Vielleicht haben sie auch schon hier den neuen Weg benutzt. Womit die ganze Geschichte ein bisschen abgekürzt wird. Ach, da war das mit dem Baustellen-Camp. Ja, aber hier ist auch nicht verkehrt. So, ja. Schön. Wie sieht es denn jetzt aus? Ich hatte Soldaten in Auftrag gegeben. Ich benötige, aber ich habe die, glaube ich, noch nicht rekrutiert. Kann das sein? Kann ich denn die rekrutieren? Ach ja, ich musste ja hier nach und so. Im Sinne mich dunkel. Ja, dann machen wir das doch mal. So, 10 Mannequins. Was habe ich hier rum existieren? 3 Wachen, 3 Veteranenwachen und 2 Waldläufer hier noch stationiert. Mehr nämlich nicht. Wir haben hier einen Entdeckerposten, der kann erstmal soweit nichts mehr machen. Dann würde ich den einreißen. Und vielleicht, Moment, wie sieht das aus? Hier sind ja noch so ein paar Dinge, ne, die nicht... Das wäre doch eine gute Idee, wäre das eine gute Idee? Kann ich die... Moment, Augenblick mal. Expansion, Entdeckerposten... Wenn ich denn hier hinsetze, bringt das was oder kommen die auch nicht da? Wahrscheinlich auch nicht übers Gebirge, oder? Wir probieren das einfach mal aus. Mehr als schief gehen kann nicht. Man muss halt auch mal Dinge mal ausprobieren. Das ist ganz einfach so. So, dann haben wir hier wieder den Weg. Der wird dann auch benutzt. So, dann können die sich da so ein bisschen umtun. Entdeckerposten, die dürfen dann gerne darum entdecken. Wahrscheinlich werden sie irgendwelche Banditen und Diebe entdecken. Ich hab's im Gespür. Es wird darauf hinauslaufen. Irgendwas in dieser Richtung wird passieren. Wenn die Insel noch so groß ist, wie ich das jetzt vermute, obwohl... Also für mich sieht das ja aus, als wenn hier Ende Gelände wäre, so langsam. Also hier Wasser, da Wasser. Warten wir es ab. So, liebe Leute. Man wartet hier ungeduldig darauf, dass hier mal so langsam, aber sicher der Wachturm besetzt wird, sodass wir vorrücken können. Das wäre sehr schön. Ja. Ich bin nach meinen letzten Erfahrungen etwas vorsichtig geworden. Ich meine hier die Geschichte mit den Dieben. Ich glaube, wir haben da insgesamt 40 Leute hingeschickt. 30 hätten wahrscheinlich gereicht, locker. Aber ne, wir hatten ja da diese eine Geschichte, wo uns da die lieben Leute das Leben schwer gemacht haben. Und seitdem bin ich etwas vorsichtiger.
So, die sind immerhin im Laufschritt unterwegs. Das ist cool. Die sind nicht so gemächlich da dabei wie der Rest hier von meinen Leuten. Und jetzt sind es 8. Es werden minütlich, sekündlich mehr. Ich hoffe. Ansonsten geht auch mit 8 Leuten da rein. Also mit dem zusätzlichen, dann haben wir 18, das sollte reichen. Ich denke, da werden wir locker mit den. Achso. Mit denen fertig werden. 2 sind da, 6 sind noch unterwegs. Nummer 3 kommt gerade angedackelt. Oh, das sieht gut aus. Was ich sehe. Ja, da sind wir schon mal auf 9. Dort kann sich das. Das ist doch wunderbar. Dann warten wir das noch ab und dann können die sich hier um das Banditenlager kümmern. Ich hoffe, es ist wirklich nur noch eins und nicht, dass er noch ein zweites irgendwie da so, ne, irgendwo im Hintergrund existiert. Dann könnte die Sache etwas eng werden unter Umständen. Ich hätte aber auch noch die Leute, wobei, ja, Waldläufer. Weiß nicht, die sind nicht so kampfstark, ja, im Vergleich. Ne? Kampfstärke 4, die werden mit Banditen nicht unbedingt fertig werden. Und die hatte ich auch ursprünglich auch hier rum existiert, da hier rum lavieren lassen wegen Diebe und so, dass die da mal so ein Auge drauf haben. So, das sieht ja ganz gut aus. 5 von 5, 6 von 4. Das kann sich sehen lassen. Da kommen die nächsten beiden angedackelt. Da ist auch einer, der hatte da eine kurze Verschnaufspause eingelegt, aus Gründen. Und macht sich auch, jetzt auch da verstärkt auf den Weg. Da kommt, glaube ich, der letzte. Da ist irgendwas im Weg, deswegen werden die da langsamer. Geht wohl auch bergauf. Wo sind die denn da? Irgendwie der Pilz ist für sie ein Problem. Keine Ahnung. So, was ist hier mit unseren Jagdleuten? Die haben schon einen ganz guten Job gemacht, wie ich hier sehe. Da liegt ein Wildschwein noch rum für einmal Wildschweinfleisch und ein Leder. Das Lebensraum überbevölkert. Okay. Da ist noch ein Wildschwein. Da ist ein Reh. Da ist auch nochmal ein Wildschwein. War das hier mit dem Jäger? Kümmert er sich da gerade drum? Oder? Ah ne, der muss hier erstmal dieses entsprechend bearbeiten. Verarbeiten. Wie auch immer. Der hat das Leder jetzt mitgenommen. Da muss jetzt noch mal einmal Fleisch entsprechend gewonnen werden. Interessant. Okay. Läuft. Wenn alle Stricke reißen, kann ich da noch ein Lager hinsetzen. Sicher ist sicher. So. Wie weit seid ihr? 10 von 10. Cool. Dann gar nicht erst lange rumgefackelt. Hier bitte angreifen. Hier bitte angreifen. Und dann schauen wir mal, was passieren wird. Damit ich jetzt hier langsam, aber sicher mal fertig werde hier mit der ganzen Geschichte. Zieht sich ja schließlich schon endlos hin. Langsam wird es lächerlich. So, da kommen die Leute angedackelt. Eifrig, boah, ja voll den Turbo an. Das nenne ich mal, das war eine Motivation, aber hallo. Ist doch, das legit noch ein zweites Lager, oder? So, jetzt gibt's auf die Nüsse. Aber kräftig. Okay, da sind die ersten Banditen, sind Geschichte. Den haben sie auch schon mal klein gekriegt. Der wehrt sich noch verbissen. Und das war's. Damit ist dieses Banditenlager wenigstens schon mal Geschichte. Sehr cool. Ja, das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Liebe Leute, ihr wart super. Einsatz und so weiter, das hat sich alles gelohnt. Ihr könnt wieder zurück. Einen Augenblick. So. Ihr bleibt aber hier vor Ort.
Sicher, sicher. Folgendes. Folgendes. Nachdem das jetzt gesichert ist. Ein Wachturm. Oh, wow. Das sieht hier aber schlecht aus mit Wegen. Ganz schlecht aus. Hier kriege ich ja nicht mal was hin. Die ist noch schlechter. Das würde gehen. Ach, das geht auch. Das geht gar nicht, aber das würde funktionieren. Das geht auch. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da hier irgendwie einen Weg hingezaubert bekomme. Das geht schon mal nicht. Aber das geht jetzt gut. Gott sei Dank. So, Moment mal. Auch Wachen, aber normale Wachen würden, glaube ich, reichen. Jetzt in der Situation. Einen Moment. Holzfällerhütte. Kriege ich hier hin? Das muss hier weg. In der Hoffnung, dass ich dann da entsprechende Wege hinbekomme und weiter expandieren kann und so hier noch weitere Wachtürme hinkriege. Zumindest noch einen weiteren oder so. Okay. Boah. Planierer sind auf dem Weg, das ist schon mal cool. Da kann ich schon mal sagen. Hier, und zwar alles, was da ist, wegruppen, egal ob alt oder jung. Ein Baum. Alles, was da am Baum ist, muss weichen. Hier habe ich Stein, da habe ich Kohle. Hier habe ich auch Kohle. Brauche ich jetzt aber erstmal so wichtig, so dringend nicht. So wichtig nicht, so dringend nicht. So. Kohle, Kohle. Ich brauche dann aber entsprechende Wachen. Schneiderei. Abenteuerwilde. Nein. Wachen. Wachen, Wachen. Wachen werden immer noch hier rekrutiert und da brauche ich Holzsperre. Da haben wir also viel von. Holzwerkstatt. Holzsperre. Du machst da erstmal 9 Stück. Es sei denn. Ja gut, hier habe ich noch 3, egal. Habe ich auch 3. Ja. Warte, ich hab das, habe ich. Nein, verkehrt. Jo, das passt. Dann habe ich schon mal da 6 rumexistieren, dann kommen noch 4 weitere dazu. Und dann können die hier lustig ihren Job machen. Moment, wir brauchen dann da entsprechend Grenzsteine. Dann würde es sich anbieten in dem Fall. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Hier ein Steinmetz anzusiedeln. Den kriege ich sogar hier hin, das ist noch besser. So, der soll dann keine Werksteine, aber Grenzsteine soll der produzieren. Das würde sich anbieten. Hatte ich auch noch welche, das wusste ich gar nicht mehr. Okay. Ja.
Folgendes. Dann ist das hier mit der Geschichte dann doch nicht ganz so dumm. Ich entlasse die mal. So, genau. Und die schon mal dahin marschieren. Was habe ich hier? Ach, den habe ich vollkommen aus dem Blick verloren. Egal. Was ich habe, das habe ich. So, den kann ich einreichen. Ich sehe das gerade. So, zweiten Weg. Auch nicht verkehrt. Es wird. So, wir müssen dann hier vorrücken. So schnell wie möglich. Das heißt, ich werde noch weitere Wachtürme brauchen, damit das hier einigermaßen zügig vonstatten geht. Aber dafür muss ich hier erstmal Platz schaffen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, damit hier die Grenzsteine entsprechend schnell versetzt werden. Und wir uns hier diesen Bereich für uns freimachen können, quasi erkämpfen können, wenn man so will. Hier weiter marschieren können, uns hier ausweiten, bis wir auch dieses Mausoleum letzten Endes erreicht haben. Was mit den Leuten sind die unterwegs? Oh, die sind noch nicht da. Die kommen gerade an. Okay. Ja, Moment mal, das wird interessant, glaube ich. Das sind die gar nicht, die sind andere. Das sind hier die Träger, die hier, ne, die Leute hier mit Nahrung versorgen. Die sind gerade glücklich angekommen und haben die ersten Einheiten Nahrung da abgeliefert. Die Entdecker selber, die sind noch, ja, sind die? Das sind weitere Träger. Ah, da kommen sie. Alles klar. Oder? Ja. Da sind noch Träger mit Nahrung, das ist in Ordnung. Ja, dann schauen wir doch mal, was die Entdecker da jetzt gleich machen werden. Ob die den Bereich hier noch nutzen können. Oder auch die Aussagen, die wir kommen nicht über das Gebirge drüber, tut uns leid. Dafür sind wir nicht gebaut. Und das Gebirge ist zu hoch oder zu schwierig, obwohl hier sollte, aber keine Ahnung. Schauen wir mal, was da vielleicht passieren wird. Ja, man muss sich natürlich erstmal stärken, ganz klar, gar keine Frage. Ne? Macht sich erstmal dann so auf den Weg. Das ist Wegzehrung. Ist auch nicht verkehrt. Das ist clever. Ja, man macht sich auf den Weg und nimmt natürlich die Sachen, die man so braucht. Nimmt man mit. Also das heißt, über das Gebirge kommen die an auch nicht. Und darüber dürfen die dann hier das Gebiet überqueren. Nein, immerhin, sie machen sich ja in diese Richtung auf den Weg. Das lässt offen. Ich denke immer, die machen das. Das sieht bis jetzt gut aus. Ja. Also die dürfen irgendwie über Grenzen hinweggehen. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber hier die anderen Leute, die sagten irgendwie, nee, wir kommen hier nicht weiter. Deswegen dürfen wir hier auch die Grenzsteine nicht weitersetzen. Aber unsere Entwickler, die sind da weniger empfindlich. Die dürfen. Immerhin. So, gut. Die sind auf dem Weg. Freut mich. Wenn auch nicht so, wie ich gehofft hatte, aber immerhin, sie machen trotzdem ihren Job. Können das entsprechend umsetzen. So, das bleiben jetzt. So, wie sieht es hier jetzt aus? Der Wachturm ist fertig. Ich habe immerhin 5 Leute hier rum existieren. Dann habe ich hier einen Wachturm. Das ist soweit okay. Kann ich den sagen? Hört mal, liebe Leute.
guckt euch da mal so ein bisschen um. Sehr schön. Machen sich auf den Weg. Wenigstens etwas. So, hier. Moment. Die kümmern sich da drum. Dann würde ich sagen, ihr geht doch mal so in diese Richtung erstmal. Aber da komme ich mit 5 Mannequins komme ich da nicht weit. Die braucht natürlich auch noch Brennsteine, ganz klar. Hier dürfte jetzt alles aufgebraucht sein. Wie sieht es hier aus? Ja, dann nehmen wir nochmal locker auf 10. Von denen habe ich auch noch was. Ich brauche die eh. Ja, brauche die eh die Leute. Und von daher gar kein Problem. Was sagt die Holzfällerhütte? Dann sagen du die relativ wenig. Ist das ausschließlich Laubholz? Das sieht ganz danach aus. Und dann dürft ihr Laubholz schlagen bis zum Abwinken. Die Leute sind noch unterwegs. Ich würde sogar so weit gehen, damit das auch hier wirklich alles wegkommt. Und sagen, hier, wir machen noch ein Lager daneben. Nee, komm schon. Okay. So. Holz, ja. Genau. So. Dann sind die beschäftigt. Ja, vielleicht brauche ich die das Lager auch nicht. Ne? Vielleicht würden die, ich weiß nicht, wie viel da jetzt rauskommt an Holz. Kann natürlich sein, dass die 16 Einheiten relativ schnell voll sind und hier immer noch Bäume existieren. Und aus dem Grunde das Lager. So, die marschieren jetzt auch los. Aber ich kriege jetzt hier nichts weiter mehr gebaut. Ne? Mal vorsichtshalber nochmal. Doch, ich würde hier einen weiteren Wachturm hinbekommen. Was cool ist. Ja gut. Dann hätte es das vielleicht gar nicht gebraucht, aber was wir haben, das haben wir. Was wir an Holz haben, haben wir. Kein Problem. Ja. Dann haben wir hier dann jetzt demnächst, also wenn das hier fertiggestellt ist, dann 3 Einheiten hier entsprechend mit Wachtürmen und mit den entsprechenden Leuten, die dafür Sorge tragen können, dass hier ne, das Ganze hier weiter wächst. Dann sollten wir einigermaßen zügig vorankommen. Vielleicht wäre es auch besser. Moment. Ich korrigiere das mal ein wenig. Bin dahin gesetzt. Bei Verkehr ist es nicht. Aber wir wollen ja hier so hin. Dann mache ich mal den Fokus mehr so in diese Richtung. Und das ist ganz gut. Wie sieht das eigentlich hiermit aus? Das ist dieses Gebiet. Nee. Noch nicht mal. Ich dachte, das wäre dieses Gebiet. Moment. Achso, das sind die anderen. Das sind meine Leute. Nee, das sind nicht meine Leute, auch nicht. Okay. Das ist gerade. Aber das und alles klar. Okay. Die machen ihren Job entsprechend.
müsste mein Gebiet sein. Ja, das ist richtig. Aber ich kriege hier nichts hin. Ne? Also hier schon, aber hier wird es wieder schwierig mit Wegen. Hier kriege ich einen Wachturm hin. Kriege ich den irgendwie an den da angedockt? Irgendwie ja. Oh. So. Sehr gut. Dann folgendes. Holzwerkstatt. Immer so 20 Wackeln. Einfach so auf dem Dach. Ach, Quatsch, Wackeln. Sorry. Ja, nicht dumm. Was Neues. Holzsperr meinte ich natürlich. So, Mann. Hat der da noch welche rumexistieren gehabt? Nee, nichts mehr. Okay, habe ich hier noch Holzsperre? Nein. Ach, ich habe aber. Oh, ich habe aber Eisenlanzen. 16 Stück. Ja, was ich an Leuten habe, habe ich. Ich kann nicht genügend Leute haben, da habe ich noch 10 Veteranenwachen, das ist cool. Dann habe ich mit denen, die noch dazu kommen, habe ich dann 20. Dann kann ich die entsprechenden Einrichtungen hier dann auch besetzen. Also zumindest schon mal diesen Wachturm, aber den anderen hier auch, den ich in Auftrag gegeben habe, den kriegen wir dann besetzt mit den Leuten. Das heißt, ich brauche die dann erstmal nicht. Dann nehme ich erstmal die, die ich hier habe. Und aber ich denke mal, das werden nicht die letzten sein. Und weil die normalen Wachleute etwas billiger sind mit ihren Holzsperren, dann werden die entsprechend bevorzugt dann halt für weitere Wachtürme, sofern ich noch welche brauche, herangezogen. Wir kommen hier relativ zügig voran, glaube ich, ne? Oder? Vertue ich mich da gerade? Das sind doch hier meine Leute. Ja. Oh, das ist cool. Das ist sehr cool. Die Sache mit den Wegen. Ich denke mal, da komme ich dran vorbei. Ansonsten müsste auch dieses Wäldchen vielleicht weichen. Also jetzt zumindest hier in der Bereich. Weiß ich noch nicht. Und ich verplapper mich schon wieder mit der Zeit und so weiter und so fort. Da wird man wieder auf Stein gewartet. Wir kennen die Story. Nein, nicht schon wieder. So, ja, halbe Stunde schon wieder rum. Meine Güte, nee, das ist, und nichts gemacht im Prinzip. Außer hier so ein paar Aufträge zu erteilen. Ja. Gut, wir kämpfen uns jetzt so langsam, aber sicher vor in die letzten noch zu erobernden Gebiete. Damit wir entweder das Mausoleum oder die Kupferstatue oder beides fertiggestellt bekommen. Je nachdem, ob wir eins von beiden machen müssen oder ob eins reicht. Es wird sich noch ein bisschen hinziehen, sorry, aber wir kommen voran. Wir kommen voran. Ich wünsche euch alles Gute. Danke dafür, dass ihr mich hier begleitet, dass ihr mich hier unterstützt. Vielen lieben Dank auch persönlich an dich für deine Unterstützung, für dein Begleiten. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder, die jetzt ein bisschen entspannter laufen wird, so entspannt wie jetzt diese Folge hier war, weil ich glaube, mit Banditen und Dieben, das hat sich wohl jetzt erledigt. Ja, macht's gut, genießt die Zeit.